Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Handball Hacks. Und heute möchte ich mit euch über die Learnings aus meinem gestrigen Live-Coaching mit meinen Master-Coaches sprechen. Und zwar ging es dabei darum, wie man Kreisläuferbewegungen bzw. Kreisläufertechniken einführen kann. Und damit lasst uns loslegen. Um Angriffstechniken für unsere Kreisläufe einzuführen, müssen wir mit unseren Spielern insgesamt 5 Phasen durchlaufen und die sprechen wir jetzt einmal genau durch. Einmal der Übersicht. Erste Phase ist quasi Technik einführen, Technik erklären. Zweite Phase Timing trainieren. Dann dritte Phase die Technik einsetzen im Umfeld von Grundübungen. Dann in spielnahen Situationen umsetzen, nur die Technik. Und dann die Technik einsetzen in Kombination mit allen anderen Fähigkeiten, die die Spieler bereits haben. Also, in Phase 1, wie gesagt, Technik einführen, Technik erklären. Als allererstes geht es erstmal darum, dass eure Spieler genau wissen, was ihr von ihnen erwartet. Das heißt, wenn wir jetzt das Beispiel schwere Absätze nehmen, was wir jetzt einfach durch dieses Video durchnehmen werden, dann müsst ihr euren Spielern erstmal erklären, wie schwere Absätze aussieht, was ihr wollt, ja, was quasi das Ziel dieser Bewegung ist. Ja, dass die Schwere dann sauber gesetzt wird, dass nicht zu viel der Po benutzt wird, der so rausgeschoben wird, dass die Arme nicht mit benutzt werden dürfen, ja, wie die Ausrichtung zum Gegenspieler ist, ja. Das heißt, das sind so ein paar Sachen, die ihr euren Spielern erst erklären müsst, am besten einmal vormachen oder anhand von einem Video zeigen, damit sie wissen, okay, das ist die Technik, die wir erlernen. Ja? Das ist Phase Nummer 1. Dann Phase Nummer 2, Timing. Sie wissen, wie die Technik an sich aussieht, ja, und dann wird diese Technik zusammen mit dem Timing trainiert gegen zum Beispiel Airbuddies, ja, oder gegen einfach Plättchen auf dem Boden, ja, dass wir einfach das Timing reinbekommen. Das heißt, ihr könntet zum Beispiel ein Passkontinuum nehmen, ja, wo dann Rückraum Mitte, Rückraum rechts und Rückraum links die ganze Zeit hin und her spielen. Dann habt ihr auf den Halbpositionen die Kreisläufer und immer wenn der Ball auf Rückraum links ist, tritt der Kreisläufer auf der Seite raus, ja, geht dort in die Sperre und geht dann wieder zurück. Und wenn der Ball auf Rückraum rechts ist, geht der andere Kreisläufer dort raus, geht in die Sperre und wieder zurück. Ja, dass wir das Timing trainieren, zusammen mit der Technik, die wir vorher erklärt haben. Ja, das wäre die zweite Phase. Dann die dritte Phase wäre dann quasi das Timing plus die Ausführung trainieren im Umfeld von Grundübungen. Das heißt, wir haben da zum ersten Mal einen echten physischen Gegenspieler, der ein bisschen dagegen hält und wir haben eine Angriffsbewegung, die immer die gleiche ist. Zum Beispiel ein Rückraum linken, der jedes Mal den Ball in der Vorwärtsbewegung kommt, Körpertäuschung zur Mitte macht, hochspringt, ja, die Sperre annimmt und dann den Pass zum Kreisläufer spielt, der nach der Sperre abgesetzt hat und dann aufs Tor wirft. Das wäre zum Beispiel eine Grundübung. Jedes Mal immer exakt der gleiche Ablauf mit Abwehrspieler. Der Abwehrspieler, der ja, mal ein bisschen stärker dagegen hält, mal ein bisschen schwächer, mal ein bisschen weiter hinten ist, mal ein bisschen weiter vorne ist, sodass solche Sachen immer wieder angepasst werden müssen. Ja, das wäre dann das Umfeld einer Grundübung. Dann kommen wir in Grundspiele und in spielnahe Situationen, ja, wo wir diese Technik, die wir jetzt ja schon ordentlich eingeführt haben und trainiert haben, jetzt gegen Spieler einsetzen, die zu 100% Abwehr spielen, die aber trotzdem schon wissen, was kommt. Ne? Das heißt, wir können den Auftakt genau gleich lassen. Rückraum links bekommt den Ball in der Vorwärtsbewegung, er soll einen Zweikampf zur Mitte suchen. Und trotzdem wird dann jetzt rausgetreten gegen 100% Verteidiger, der manchmal probiert, den Rückraum linken offensiv direkt anzugreifen, der sich vielleicht manchmal zurückfallen lässt hinter die Sperre. Ja, aber wir sind trotzdem dann so zum Beispiel in einer 2 gegen 1 Situation, die aber sehr, sehr viel kreativer ist und ja, viel vielseitiger, was einfach der Abwehrspieler machen kann und dementsprechend auch, was der Angreifer darauf reagieren muss. Ja? Und das geht dann natürlich noch weiter, dass man dann in 2 gegen 2 geht, vielleicht in 3 gegen 2, 3 gegen 3. Ja, um dann immer wieder in spielnahen Situationen diese eine einzige Technik zu trainieren. Und wenn wir das gemacht haben, dann kommen wir in die fünfte und letzte Phase, wo wir die neue Technik mit allen anderen Fähigkeiten kombinieren. Das heißt, wir sind in einem normalen Spiel, zum Beispiel ein 4 gegen 4 Grundspiel, wo für den Angriff verschiedene Sachen erlaubt sind. Es sind Kreuzungen erlaubt, ein Stoßen ist erlaubt und wir wollen dieses Kreisläufersperre setzen immer mal wieder belohnen. Das heißt, wir sagen, dass wir entweder 2 Punkte geben, wenn Kreisläufersperre absetzen gespielt wird und das ein Tor gibt, ja, oder auf ein akustisches Signal oder auf ein visuelles Signal bekommt der Kreisläufer das Zeichen, dass er Sperre absetzen spielen muss, oder er muss es selber mit den Rückraumspielern absprechen, dass diese Technik immer wieder eingesetzt wird, aber in Kombination mit den anderen Fähigkeiten. Dadurch bezwecken wir, dass wir nicht 100% Konzentration nur auf diese eine Sache haben, sondern der Kreisläufer alles auf dem Schirm haben muss, ganz normal spielen und dann zack, neue Technik einsetzen. Ganz normales Spielen, ja, vielleicht einen Doppelpass hier machen, dann setze einfach hinten einen Schirm und zack, Sperre absetzen spielen. Ja, so kriegen wir es hin, dass unser Kreisläufer wirklich lernt, die Sachen dann in einem kreativen Spiel einfach frei einzusetzen. Und das sind die 5 Phasen und wenn ihr die mit eurer Mannschaft so von A bis Z durchgeht,
ist es überhaupt kein Problem und ihr bekommt eine neue Technik extrem, extrem schnell eingeführt. Und wenn ihr schon ein bisschen weiter seid mit eurer Mannschaft, die Technik quasi einfach beherrscht wird, dann muss man bei euch vermutlich beim Timing anfangen. Ja? Wenn das Timing auch schon super passt, ja, dann müsst ihr könnt ihr das auch schon überspringen und könnt direkt in die Grundübungen oder Grundspiele gehen. Ihr müsst halt immer gucken, wo ihr gerade mit eurer Mannschaft seid. Ja, vielleicht habt ihr auch zwei Kreisläufer dabei, die schon sehr, sehr weit sind und einen Kreisläufer, wo das Timing noch überhaupt gar nicht passt oder wo die Technik noch gar nicht passt. Ja, dann könnt ihr die mit den anderen beiden schon weiter trainieren und der andere, der fängt halt ein bisschen weiter vorne an. So, wenn man es in zwei Gruppen dann teilt. Ganz, ganz easy. Und wenn ihr so genaues Feedback, wie wir es gerade durchgesprochen haben, auch bekommen möchtet, auf eure Mannschaft zugeschnitten, ja, auf eure persönliche Situation mit mir 1:1 im Coaching, dann solltet ihr unbedingt auf handbikes.com gehen, ja, euch einmal über das Mastercoach-Trainingsprogramm informieren. Ihr könnt euch da auch einen Termin mit mir buchen und dann bekommt ihr so ein spezifisches Feedback, wie wir das hier gerade durchsprechen, zu genau euren Situationen und sorgen dafür, dass eure Mannschaft sich maximal schnell entwickelt. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut, ciao, ciao.